heutigen Spiels Verbandsliga V. Der zweite Spieltag der FC Lübben-Moschelin gegen den SV Pasto, Endstand 4:0. Ich begrüße Gästetrainer Heiner Bittorf vom SV Pasto und natürlich unseren neuen Cheftrainer André Siewicke, FC Mecklenburg. Und ja, gerne hören wir uns die Trainerstimmen an und geben dem Gästetrainer das Wort. Das ist aber freundlich. Ich würde es ohne Mikro machen. Okay, ich gerne. Kann in der Regel immer laut genug sprechen. Ja, muss man neidlos anerkennen. Glückwunsch an die Gastgeber. Das war gut, definitiv. Ist genau 2 Monate her, dass wir 4:0 gewonnen haben. Ähnliche Spielverläufe. Es hat vor 2 Monaten alles gepasst bei uns. Haben Fehler bestraft, waren super im Umschaltspiel. Ja, das haben wir heute natürlich nicht hingekriegt. Bitter ist natürlich, wenn man auch das Gefühl hat, dass man sich selber ein bisschen geschlagen hat. Das 1:0, wir sind bis zu dem Zeitpunkt für meine Begriffe gut im Spiel gewesen, gute Spielanlage gehabt, eigentlich auch schon ein paar Räume vorsichtig gefunden vorne. Das ist ein katastrophaler Fehler, der uns bestimmt Ewigkeiten nicht mehr passiert ist. Das hat natürlich, ja, das macht schon was mit der jungen Mannschaft. Ich glaube, von der Mannschaftsstruktur sind beide Mannschaften relativ ähnlich aufgestellt. Fast das gleiche Durchschnittsalter. Ja, das tut schon weh, wenn man so 1:0 in Rückstand gerät, auch danach. Einfach furchtbar schlecht im Zweikampfverhalten, fürchterlich nachgesetzt, ganz wenig zweite Bälle gewonnen, wenig Zugriff gehabt, dann auch gegen den Ball. Wir haben nicht wirklich das gemacht, auch was abgesprochen war. Ich weiß nicht, ob wir uns durch den Rückstand dann ein bisschen zu sehr locken lassen haben. Wir sind viel zu weit vorne angelaufen, haben dadurch riesige Räume im Rücken der Abwehr offenbart, die der Gegner ja gnadenlos belaufen hat, sind dort immer hinterhergerannt, mit Mühe und Not dort noch beide Gegentreffer verhindert. Ja, das war definitiv nicht unser Spiel. Als dann die Ecke reingesegelt ist, dann, ich wüsste nicht, ob ich eine direkte Ecke mal gegen mich gekriegt habe. Ein paar Jahre mache ich das schon. Ist einfach, kam vieles zusammen, rabenschwarzer Tag. Ja, und könnte mir Besseres vorstellen, als irgendwann 22 oder 20 mit einem 4:0 nach Hause geschickt zu werden, aber muss man neidlos anerkennen. Das war hochverdient, auch in der Höhe, das war nicht gut von uns. Ja, Niederlagen sind ein notwendiges Übel, das weiß jeder, der Fußball betreibt, auch auf höherem Niveau. In der Regel haben wir es geschafft, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen, uns weiterzuentwickeln. Ja, das werden wir auch dieses Mal schaffen, wir werden schon wieder aufstehen, aber für den Moment tut's weh. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Ja, André, Einstand nach Maß, würde ich sagen, wa? Erste Heimspiel für dich hier beim FC Mecklenburg im Stadion Lankow und dann gleich so ein Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich versuche es auch ohne. Okay, gerne, ja. Auch wenn ich eher der leise Typ bin. Ja, wir freuen uns natürlich sehr über den Sieg. Wir haben auch, was das Ergebnis angeht, nicht mit gerechnet, weil wir wussten, dass mit Pasto einfach eine Top-Mannschaft auf uns zukommt. Wir wussten, dass es in der Liga 5 Mannschaften gibt, wenn man das letzte Jahr so sieht, die so vorne wegmarschiert sind, die unter sich gespielt haben, eine andere Qualität in die Liga gebracht haben. Da gehört Pasto neidlos mit dazu. Ich glaube auch, dass das Ergebnis, wie es heute hier steht, mit 4:0 gar nicht so das Spiel unbedingt widerspiegelt. Ja, zunächst, ich glaube, dass es auch gerade, weil wir auch ein bisschen Spielglück gehabt haben, wenn man da einen Fehler sieht, auch so eine direkte Ecke, ist auch immer was auch so ein bisschen zum Spielglück mit dazugehört, gerade weil das auch immer zu den Momenten gefallen ist, als wir so ein bisschen Schlinger geraten sind. Denn wir haben schon relativ nervös angefangen und wussten nicht so recht, wie wir die ersten Bälle spielen sollten, hatten da ein paar Ballverluste drin, hatten ein paar schlechte Kontakte mit drin. Also diese Nervosität des ersten Flutlichtspiels der Saison und des ersten Heimspiels der Saison, das war uns schon anzumerken. Und dann hat uns natürlich mit dem Spielglück, hat uns in dem Moment natürlich das Tor geholfen. Und dann gab es auch schon so einen Moment, so kurz vor der direkten Ecke. Auch da hatten wir unsere Probleme und mussten so ein bisschen gucken, wie wir da in unseren Rhythmus finden. Und auch das war zu dem Zeitpunkt ein sehr, sehr gutes Momentum, was dann auch auf unserer Seite war. Von daher kann man schon sagen, dass das 4:0 nicht ganz das ist, was es vielleicht hergibt. Was meine Mannschaft sehr, sehr gut gemacht hat, ist der Fleiß in der Defensive, weil das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir wissen, dass kein Gegentor zu bekommen ein absolutes Qualitätsmerkmal ist in der Liga. Was wollen wir machen? Das haben wir uns so vorgenommen in allen Spielen. Ist uns heute geglückt, eben weil wir es hinbekommen haben, fleißig zu arbeiten, immer kompakt zu sein, immer nebeneinander zu stehen. Wenn einer einen Zweikampf führt, muss er sofort den Rücken auch gedeckt bekommen. Das sind so Prinzipien, die wir gerade in der letzten Woche
trainiert haben und nochmal hervorgehoben haben. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, gerade zweite Halbzeit, wo es darum geht, eben auch so ein Ergebnis zu kontrollieren, den Raum zu kontrollieren und den Gegner zu kontrollieren. Was den eigenen Ballbesitz angeht, da stellen wir uns mehr Ballbesitz vor. Da fand ich das, ihr seid sehr hoch angelaufen, das ist so, habt es aber schon immer wieder geschafft, unsere Dreierkette dorthin zu bekommen, eben den Ball nicht unbedingt durchs Zentrum zirkulieren zu lassen. Das waren schon Momente, da werden wir dran arbeiten, wenn wir besser werden, weil wir wollen uns von dem 4-0 nicht täuschen lassen. Es ist der zweite Spieltag, haben wir sicherlich zweimal gewonnen. Aber wie gesagt, erst Spieltag 2 und dann kommen jetzt andere Spiele mit dazu und mit 2 Siegen weiß man auch immer noch nicht, was der Kopf der Mannschaft denn macht, wie geht man damit um. Das sind so Fragen, die die nächsten Wochen dann auf uns zukommen und wo wir dann die nächsten Steps auch machen. Ja, auch dir vielen Dank, André. Ich schaue mal in die Runde, heute gibt es ja echt ein paar Leute hier, gibt es Fragen an den Trainer? Das ist nicht der Fall. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, heute zuschauertechnisch 299 Zuschauer hier im Sportpark Blanco, war eine super Kulisse, auch mit der neuen Anzeigetafel, kam auch sehr gut an. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, nächste Woche geht es auswärts zum Pokal, zum FSV Blau-Weiß-Greifswald. Das ist am Samstag, den 7.9. um 13 Uhr. Dann hat der FC Mecklenburg ein Auswärtsspiel beim Güstrow SC. Das ist auch am Freitag. Der 13. um 19.30 Uhr dann. Wer nicht nach Güstrow kommen kann, da gibt es doch vielleicht einen Veranstaltungstipp. Da spielt unsere U23 dann hier auch im Stadion Lankow gegen Lugrade. Da ist der Anpfiff dann 20 Uhr. Und das nächste Heimspiel ist dann auch wieder ein Flutlichtfreitag am 20.09. gegen den FSV Bentwisch, auch um 20 Uhr hier wieder im Sportpark Lankow. Ja, mir bleibt ja nur zu sagen, auch wenn es dann 22.20 Uhr ist mit einem 4:0, gute Heimfahrt nach Passo. Wir sehen uns dann in der Rückrunde wieder bei euch. Wahrscheinlich auch auf dem Freitagabend. Ihr habt ja Sonnenbrille, Flutlichtanlage, glaube ich, gesehen. Werden wir dann sehen, werden wir schauen. Genau. Das werden wir schon hinkriegen. Und uns allen dann noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.